Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen diesmal ein bisschen noch weiter mit der Story. Also mit dem Labor von Avalach. Mal gucken, was das heißt. Mal gucken, was uns erwartet. Denn, ja, ich habe mir jetzt mal geguckt, ob ich irgendwie vielleicht noch irgendwelche Städte habe, wo ich mal an so ein Nagelbrett gehen kann oder Missionsbrett. Aber ich finde hier einfach gar nichts. Es gibt hier ohne Ende Fragezeichen zwar, wahrscheinlich den einen oder anderen Ort noch, den wir auf jeden Fall noch nicht abgecheckt haben und noch nicht gefunden haben, aber irgendwie, weiß nicht. Mal gucken. Ansonsten die Quest, die wir noch haben, also hier in den Nebenquest, das war ja die eine Mission. Ich weiß gar nicht, ob ich, da habe ich es noch gar nicht abgecheckt oder habe ich jetzt nicht in Erinnerung, ob ihr mir da irgendwas geschrieben habt, wie man an diese Mission rankommt. Das war ja das auf den Bergen. Ich bin nicht an die Mission scheiße nochmal rangekommen. Ansonsten. Hä? Ich sehe gerade, die eine verbuggte, abgefuckte Mission ist weg. Nee, das ist ja hier, bei Hexeauftrag. Stimmt, ich dachte schon, die hätten die rausgenommen. Gut, denn ich habe auch gelesen, da war ich nicht der Einzige, der betroffen war von der Kacke. Gut, ich würde sagen, gehen wir mal rein. Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert. Vorgang ist sehr gut geschützt. Ich glaube, wir finden da drinnen was Interessantes. Wie willst du die Barriere aufheben? Adlan Kerks Inklusion müsste es tun. Kennst du den Zauber noch? Ich weiß noch, wie du ihn mir beigebracht hast. Und wie ich dachte, was für eine eingebildete kalte Giftnudel du bist. Na, na. Wir wollen doch nicht sentimental werden. Und? Irgendwelche belastenden Briefe? Keller voller Leichen? Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Da ist eine hochkomplexe magische Barriere. Versuchen wir es. Theater erliegen! Wir haben die Wache geweckt. Ich kümmere mich darum. Ja, es war so klar. Durch die Barriere zu kommen. Also der zweite kommt doch wahrscheinlich auch gleich noch, oder? Tom! Na, dann vielleicht, wenn wir rausgehen. Gemütlich. Sieht gar nicht aus wie ein Labor. Das beweist nichts. Wir müssen uns umsehen. Bisschen schäbig, findet ihr nicht? So in seinen Papieren zu wühlen? Das war doch deine Idee, meine Liebe. Ein Porträt von Ciri, glaube ich. Nein, das bin ich nicht. Wo ist die Narbe? Natürlich bist du das. Er hat dich gut getroffen. Bist du sicher, dass Avalach nur an deinen magischen Fähigkeiten interessiert ist? Sehr witzig. Schau, Geralt! Was hast du denn hier gefunden? Da war doch gerade eben jemand hier. Avalachs Assistent vielleicht? Nein, irgendwie bezweifle ich, dass Avalach einen hat. Ein Destillat? Riecht nach... Verbena. Aha. Aha, was? Noch nichts. Manchmal gehst du mir ziemlich auf die Nerven. Kräuter? Nicht sehr verfänglich. Warte, wir sind noch nicht mit dem Labor fertig. Manchmal gehst du mir voll auf die Nerven. Was soll man erst über dich sagen, ja? Alte Giftnudel.
Da war was. Als hätte ich das Schlafzimmer von jemandem betreten. Ob Avalach doch mehr will von Ciri, ist ja nicht hässlich. Yen! Stammbaum des Enhen Ichier, des älteren Blutes, von Lara Dorren. Bis zu mir. Du hast mir nie den ganzen Stammbaum gezeigt. Ich wusste nicht, dass Wiedemond von Edirn auch mein Vorfahr war. War das der, der seine Töchter mit einem blühenden Eisen bestraft hat? Oder hat er seinem Vater die Augen ausgestochen? Der mit den Töchtern. Nicht mal ich habe bisher die vollständige Version gesehen. Offenbar hat Avalach alle Pfade des Lara-Gens analysiert. Auch die, die wir für ausgestorben hielten. Er hat sie nur analysiert? Glaubst du das wirklich? Wenn er unseren Magiern auch nur entfernt ähnelt, bezweifle ich, dass er sich zurückgehalten und nur beobachtet hat, wie es Laras Nachfahren geht. Wir werden wohl nie erfahren, ob und wie viel die Elfen mit der Genmutation zu tun hatten. Hattest du was zu tun mit dem, was Geralt erwähnt hat? Dem Werk dieser menschlichen Magier? Natürlich nicht. Sehen wir uns seine Notizen an. Götter. Er hat über 2 Jahrhunderte damit verbracht. Er war der Erste, der das Lara-Gen studiert hat. Falka? Einige Einträge über Ciri. Aber richtig interessant wird es erst später. Hier, er hat tatsächlich versucht, eine Genmischung wie die von Ciri zu züchten. Aber eine ohne den menschlichen Anteil. Was soll das heißen? Dass ich mich nach Riesengläsern mit meinen Geschwistern drin umsehen darf? Sei nicht albern. Avalach ist nie so weit gekommen. Offenbar sind all seine Experimente fehlgeschlagen. Du bist einzigartig. Und darum müssen wir mit der wilden Jagd fertig werden. Suchen wir weiter. Mal sehen, ob wir nicht noch was Interessanteres finden. Okay. Das nenne ich mal auf jeden Fall einen riesigen Stammbaum. So, dann schauen wir mal. Ich wollte gerade die Kisten ausrauben. Ist auch nur Dreck drin, ne? Na, egal. Wir nehmen es trotzdem mit. So, da rechts war noch was. Ist hier noch was? Da ist jemand. Hinter der Tür. Beruhig dich, doch beruhig dich. Elfen haben ein Händchen für Düfte. Normaler Spiegel. Ich hätte ein verstecktes Portal erwartet. Hallo? Wie seid ihr hier hineingekommen? Wir wollen dir nichts tun. Mir ist ganz egal, warum ihr hier seid. Verschwindet! Du! Ich erinnere mich an dich. Von Tir Nalia. Bemerkenswert. Ich dachte, für euer Volk sehen alle Elfen gleich aus. Wenn ihr Avalach sucht, der ist nicht hier. Ich weiß. Und doch kommt ihr her? Wozu? Um ihn auszuspionieren? Er tut sein Bestes, um dich jedes Mal zu retten, wenn du was Dummes tust. Reicht das nicht? Was kannst du überhaupt davon wissen? Du würdest staunen. Er hat mir eine Menge über dich erzählt. Was denn zum Beispiel? Er sagte, du sähst Lara ähnlich. Was immer er gesehen hat, ich sehe es nicht. Als würde man versuchen, Wasser aus einer Schlammpfütze zu trinken. Aber ich kann mir denken, dass dieser Glaube ihm bei seiner Aufgabe hilft.
Bei welcher Aufgabe? Meinst du, er rennt dir zum Spaß hinterher? Sogar mich macht dein Anblick krank. Unglaublich, wie deinesgleichen sich immer noch einbilden können, den Menschen überlegen zu sein, in irgendeiner Hinsicht. Sie ist kein Mensch. Sie ist ein degenerierter Mischling. Keine Wahl zu haben, so etwas benutzen zu müssen, wie erniedrigend. Noch ein Wort und... Was? Du änderst gar nichts. Sie muss tun, was sie tun muss. Dann ist Avalach sie endlich los. Wenn er mich so hasst, warum hat er es mir nicht ins Gesicht gesagt? Bedeutet Avalach dir so viel? Was hat denn das damit zu tun? Wenn sie mich so verachten, sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Ciri. Was? Hast du Angst, dass ich die Bude hier einebne wie Kaer Morhen? Schade, dass ich das nicht absichtlich machen kann. Mir ist nämlich danach. Oh shit. Was hab ich da gewählt? So, schon besser. Und jetzt weg hier. Ja, nice. Ja, war dann doch die richtige Entscheidung. Hatte nur kurzzeitig Befürchtung, die tickt wirklich so aus wie Dingens bei Kaer Morhen. Aber gut. Bisschen ein paar Stühle kaputt treten, das passt schon. Nicht schlecht, Yennefer. Hätte ich nicht von dir gedacht. Kommst immer so verklemmt. Ja, verklemmt ist ja nicht die alte. Ja. Einhornsexe so, aber ein bisschen steif. Müssen wir sofort zum Boot zurück? Willst du noch etwas anderes sehen? Hier nicht. Auf Hindersfjall, in Lofoten. Da habe ich einen jungen Mann getroffen, Skjall. Und ich würde gerne... Was denn? Ciri,
Skial ist tot. Die wilde Jagd. Alle? Niemand hat überlebt? Skial ist später gestorben. Bist du sicher, dass er es war? Hast du ihn gesehen? Ich war dort. Ich habe seine Leiche gesehen. Besuchst du sein Grab mit mir? Ich will mich verabschieden. Ich gehe mit dir. Danke. Kannst du ein Portal nach Hindarsfjall öffnen? Kann ich. Ein Portal? Muss es sein? Kann losgehen. Kommt bald wieder, ja? Bis dann. Alter, Geralt sieht saugeil aus in der Rüstung. Ohne Scheiß. Manch eine goldene Trophäe. Alter, wir sind bald am Ende. Ich weiß es ganz genau. Ach du Kacke. Wir sind wirklich bald am Ende. Ich krieg jetzt eine goldene Trophäe. Wofür eigentlich? Oh Gott, wir sind bald am Ende. Wir sind bald am Ende. Ich will nicht, dass es endet. Oh Gott, nein. Sehen wir uns um. Es müsste ja ein frischer Grabhügel sein. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich kann Friedhöfe nicht leiden, schon gar nicht, wenn ich alleine bin. Wir sehen uns gemeinsam um. Komm. Lasse, Sohn von Njord. Olaf, Sohn von Ovar. Inge, Tochter von Trotmir. Verdammt! Er ist nicht hier! Skjall hat kein Grab! Geralt, ich gehe erst, wenn ich ihn begraben habe. Denk nach! Die Leiche, was ist aus ihr geworden? Sie haben sie nicht verbrannt. Diese Ehre ist Königen und Helden vorbehalten. Im Garten haben sie ihn wohl auch nicht gelassen. Ah, diese Bastarde! Was? Hinter dem Dorf ist eine Grube. Da werfen sie Schafe rein, die an Klauenseuche krepiert sind. Nachts fressen Krabben an den Knochen. Ich überlege die ganze Zeit, wer ist denn Skjall gewesen? Wer war denn das nochmal? Wer war denn das nochmal? Wir haben so viele Leute getroffen. War das der angebliche Feigling, der sie dann trotzdem... Ja, das war er, oder? Der angebliche Feigling, der sie dann trotzdem gerettet hat. Mit den Schwestern und so, wo die nackt in der Sauna waren. War das nicht da? Da bin ich mir ganz sicher. So lange her. Zu lange her. Was ihr schon längst hätte tun sollen. Skjall begraben. Ihr begrabt den Feigling, ihr missachtet den Erlass der Ältesten. Fort mit euch, schert euch weg, ihr schändet unsere Gesetze. Nicht so laut, sonst brauchen wir noch ein Grab. Wie kannst du ihn verteidigen? Der Feigling gehört in die Grube. Skjall hat euch verdammt nochmal das Leben gerettet. Die wilde Jagd war hinter mir her. Wenn Skjall mich nicht weggebracht hätte, dann wäre Lofoten jetzt ein Häufchen Asche. Was sollten die Geister denn von irgendeinem Mädel wollen, das... Ich bin nicht irgendein Mädel. Das erfährt jeder, der dieses Grab auch nur anrührt. Auf die harte Tour. Niemand wird es anrühren. Gräber zu entweihen, nun, das ist das Einzige, was die Ältesten noch härter bestrafen als die Flucht vom Schlachtfeld. Was du sagtest, wir wissen nicht, was da dran ist. Jetzt werden die Götter Skjall richten. Gut, dass wir hergekommen sind. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr mir das auf dem Herzen lag.
Wenigstens spucken sie jetzt nicht mehr auf seinen Namen. Gehen wir. Zurück zum Boot. Mhm. Oh, shit. Es muss doch jetzt hier ein Ende haben, die Mission. Ich will jetzt hier nicht in einem Stück das Spiel durchzocken. Es darf noch nicht enden. Es darf nicht enden. Ja, das war doch ganz nett. Wie ich echt alles tue, damit die Beziehung zwischen Geralt und Ciri noch alles noch besser wird. Merkt ihr das? Ja, ihr merkt es. Sehr schön. Aber kannst du auch eine Axt führen? Okay, okay. Lass Avalach wissen, dass alles bereit ist. Tja, Leute, das ist wohl eine Ansage, die deutlich ist, würde ich mal behaupten. Ich schätze mal wirklich, dass wenn wir das jetzt beginnen, dass es dann vorbei ist, oder? Es darf noch nicht zu Ende sein. Okay, gut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist hier jetzt erstmal Schluss, Leute. Das auf jeden Fall. Ja, möchtest du mir das nochmal beim nächsten Mal anzeigen, dass ich jetzt hier die Sachen anheften kann? Das wäre ganz nice. Ja, Leute, ey. Irgendwie habe ich echt den Eindruck, dass wenn man jetzt noch weitermacht, dass es dann wirklich durch ist. Und da habe ich ja mal überhaupt gar keinen Bock drauf. Ja. Naja, sonst noch irgendwas zum Herstellen? Verbessertes Gift der Erhängten. Ah, alles klar. Überlegenes Gift der Erhängten. 50% plus 50% Angriffskraft gegen. Boah. Okay, das ist heftig. Gut, Leute. Ich würde sagen, hier ist auf jeden Fall mal Schluss. Wir gucken mal, was wir beim nächsten Mal machen. Aber ich denke, es werden auf jeden Fall Nebenmissionen sein. Irgendwas wird sich da noch finden. Wir haben ja noch ein, zwei Hexaufträge, die uns sogar noch Erfahrungspunkte bringen würden. Und ja, Leute. Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es der Fall ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.